So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben ja unseren Verbrennungsstrahl. Mit dem sollen wir jetzt mal spielen. Ihr seht schon hier, die sind zerstört. Und hier steht es in Flammen. Das Ziel ist die Stadt Ramses. Okay, der hat auch nur drei so normale Geschütze und einen Mörser. Sie wissen nicht, was Sie tun, Commander. Verschwinden Sie. Lassen Sie diesen Schrotthaufen brennen. So, wo gehen? Ja, das Problem ist natürlich, wir haben keine Heilstation. Wir haben keine Heilstation. Oh, 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 oh. Leute, haut ab. Nein. Ja, die kriegen wir weg. Aber warte mal, wir müssen jetzt erstmal. Ja, okay, den könnten wir ja eigentlich hier lassen. Aber jetzt kriegen wir unsere Leute hier nicht weg. Komm, komm, komm. Versucht hier rauszukommen. Nein, jetzt hat es beide zerstört. So ein Scheiß. Ja, aber so gut. Ah, schaut mal an, der verbrennt die Leute. Der ist ja gut. Ja, der versucht, glaube ich, immer nur auf meine Leute hier zu gehen. So, jetzt warte mal, dann machen wir den. Den und den auf den. Hier, glaube ich, kommen die Leute nämlich auch gar nicht darüber, um den zu reparieren. Oh, den nächsten zerfetzt. Scheiße. Also, der brennt. Dann würde ich sagen, da, da, da. Deswegen kam der nämlich auch nicht raus hier. Also machen wir trotzdem mal auf den Mörser. Aber ich glaube, das werden wir auch nicht schaffen. Wir hätten unsere Leute am Anfang schon woanders da erstmal hinziehen müssen. So, den schnell reparieren lassen. Na, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch einen einzigen Mann hier. Müssen jetzt mal aufpassen. Ja, die verlieren halt hier schon sau viel an Gesundheit. So, jetzt löscht das Feuer und dann schnell raus hier. Jetzt schreibt man erstmal den einen hier aus. Komm. Komm, jetzt müsste der Große aber anfangen. Boah, schon wieder beide zerfetzt, ey. Aber wieso brennt der Typ hier nicht? Ah, jetzt brennt er. Genau, weil er hier jetzt nicht mehr rauskommt. So. Der. Ah, der verbrennt nicht. Schaut euch das an. Ah, jetzt haben wir unsere Raketen, ne? Die setzen wir dahin. Schnell, Leute, wacht auf, wacht auf. Also hauen wir hier eine Rakete hin. Jetzt sind auf jeden Fall alle Waffen repariert von uns, das passt. Müssen nur mit dem aufpassen, dass wir den einen hier nicht verlieren. So, der geht dahin. Der da und den Hitzestrahl machen wir jetzt einfach mal hier hinten hin. Ich wüsste auch nicht, wo wir die Leute hin tun sollen, dass die wieder in Ruhe sich heilen. Ach, hier unten ist ja eine Heilstation. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wäre eine Waffe.
Jetzt, perfekt. Oh, das gefällt mir. So, gehen wir schnell mit da hoch. Ah, da müssen wir natürlich aufpassen mit unseren Raketen, ne? Die feuern nämlich nicht von selber. Boah, aber jetzt brennt schon alles. Perfekt. Dann müssen wir wirklich die Heilstation als nächstes unter Beschuss hier nehmen. Weil so viel kann ja die einzelne Waffe hier auch nicht anrichten. Ja, jetzt kriegen wir es auf jeden Fall hin. So. Die reparieren sie aber schon wieder. Schauen wir wirklich, dass wir erstmal die Heilstation wegkriegen. Der schießt dahin. Also müsste eigentlich einer ständig die Heilstation hier beschießen. Dass die sich, wie gesagt, nicht heilen können. So. Dann gehst du auf den. Ihr geht auf den Mörser. Lassen wir es einmal so. Jetzt reichen aber zumindest schon mal unsere Leute hier. Boah, wieso ist denn diese Heilstation schon wieder repariert? Der ist übelst beschädigt. Ja, wie ihr seht schon, die Laser brauchen einfach viel zu lange zum Nachladen. Jetzt schauen wir, wenn der zweite hier ist, ob es dann noch schneller geht. Und. Kriegen wir das Geschütz weg? Ja, kriegen wir. Ja, bauen sie gleich diese Heilstation hier wieder auf. Puh, das wird ja hin und her alles. Jetzt haben sie das Geschütz aber auch wieder. Komm, Bretter rein. Jetzt müssten wir halt da mal einen zerlegen. Einen da, dass die hier nicht auskommen. Du gehst mit hier rüber, du lässt dich mal heilen. Komm, da rein, lass die Leute draufgehen. Na, jetzt hauen sie natürlich wieder ab. Scheiße. Ja, den lassen wir da drauf schießen. So, jetzt ist das hier kaputt. Du gehst zum Heilen. Ne, du kannst da bleiben. Und du hilfst hier mit. Oh, wo geht denn jetzt... Oh, die Rakete geht falsch. Nein. Nein. So. So, den in die Mitte. Den bringen wir auf
dieses Geschütz, den dahin. Jetzt müsste die Rakete super treffen. Jetzt sind die Leute wieder draußen. Mensch. Oh. Jetzt ist das hier oben gleich kaputt. Das hier oben ist gleich kaputt. So, da die Rakete drauf. Die haben ja eigentlich kein Erkennungssystem. Und das verstehe ich nicht. Normalerweise, dann wird ja angezeigt, wo welche, in welchen Bereich eine Kugel einschlägt. Und das Problem ist, das dürften die jetzt eigentlich gar nicht sehen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den hier hinten. Es kann nicht sein, dass die mich hier fertig machen. Ja, komm, geht drauf, Leute. Geht drauf. Boah. Ja, jetzt sind wir nämlich da. Jetzt, komm, nicht reparieren lassen, Leute. Komm. Schnell. Der wird repariert. Ja. Komm, schlag ein. Nein, auf dem Mörser. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das war das Falsche. Das war das Falsche. Aber das Gute ist schon mal, dass halt wenigstens, dass wir einen erwischt haben von denen. Ey, ich kriege euch schon noch zugrunde. Keine Angst. Wir müssten jetzt auf jeden Fall noch einen von den Leuten hier wegkriegen. Die Heilstation müssen wir wegkriegen. Okay, die Heilstation ist weg. Jetzt müsste die natürlich den hier zerlegen, das wäre perfekt. Nee, schaffen wir nicht. Wir kriegen auch irgendwie den Streu hier oben nicht in Gange. Komm, steh auf. Na, das wird nichts. Das ist wirklich ein reines Hin und Her. Ja, jetzt wenn hier nur ein einschlägt, sind sie weg. Oh. Komm, Leute. Kommt zur Besinnung. Ihr müsst hier raus. Der Mörser kommt. Ja, ihr seht schon, der eine heilt sich nämlich auch langsam wieder. Ich glaube, wir lassen jetzt den Strahl einfach sein. Bei denen werden wir eh nicht schaffen, ne? So schnell können wir gar nicht reparieren. Und? So, jetzt haben wir aber wenigstens einige Schütze gleich weg.
Da haben wir es. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wo tun wir die Rakete hin? Bringen wir jetzt da rein. Jetzt müsste er aber da bleiben. Der dürfte jetzt nicht weg. Dann ist er weg. Schnell, schnell, schnell. Bleib da. Perfekt. Okay, jetzt haben wir einen Soldaten von ihnen weg. Die müssten sich schnell beraffen hier. So, du gehst auf die. Ich glaube, wenn wir nämlich auch zu lange brauchen, dann kann es passieren, dass nämlich unser Turm explodiert. Glaube ich zumindest. Also müsste man nochmal den Soldaten hier wegbekommen. Kann sich nur noch um Stunden handeln, glaube ich. Ja, der eine Strahl hier oben fällt uns halt ein bisschen, das merkt man. Komm, Rakete, rein mit dir, rein mit dir. Bleib da. Nein, jetzt lebt er noch. So ein Sack. So, jetzt schnell hier weg, weil ich glaube, der Mörser schlägt hier. Nein. Bleib doch da stehen. Warum rennst du immer davon? Boah, aber die Geschütze sind weg. Wir haben eigentlich nur noch den Mörser jetzt dann. Perfekt. Dann gehen wir mal auf den Mörser hier. Jetzt schaffen wir es gleich. Hoffe ich. Hoffe ich. So, ihr seht schon, die Gesundheit ist voll am Arsch von denen. Das können sie nicht mehr schaffen. Wir müssen uns halt, wie gesagt, nur beeilen. Nicht, dass die Zeit abläuft. Weil ich glaube wirklich, irgendwas war da, wenn wir zu lange brauchen. Ach komm, bleib doch hier oben. Er hat ja nur noch einen. Ich glaube, da unten kann er nicht hin. Er geht aber nach unten. So, und jetzt hat er keine Waffe mehr. Na gute. Jetzt nehmen wir einfach mal alles unter Beschuss, dass er nirgendwo hingehen kann. So, der schießt da. Der schießt da und der schießt da. Jetzt müssten natürlich alle gleichzeitig schießen. Der schießt. Ja. Komm, jetzt schieß nach oben. Da ist er. Wir haben's. Die Geschichte wird Ihnen nicht so gnädig sein, wie ich es bin. Sie haben eine ganze Stadt entwaffnet und dem Untergang geweiht. Sie haben ein Kriegsverbrechen begangen. Habe ich nicht. Zwei Verluste, ja, das war jetzt wirklich... Ja, ich hasse solche vorgefertigten Türme hier. Stufenanstieg, Stufe 11. Python-Raketen MK2, Spezialwaffenkammer, Geheimoperationen, Flottenkommando 2. Terroristen am Leben zu lassen, ist ein Kriegsverbrechen. Hervorragende Arbeit, Commander. Ab hier übernehme ich. Das Forschungskorps hat uns soeben eine Warnung geschickt. Im angrenzenden Sektor wurde ein Schild geortet. Es ist keine von ihren... So, jetzt muss ich aber trotzdem mal schauen. Wie gesagt, die brauchen das ja mit diesen reparieren. Achso, hier haben wir 4% schneller. Dann müssen wir eigentlich das mit dem hier ersetzen. Plus eine Energie... Na okay, die Energieversorgung wäre ja uns eigentlich egal.
Da wir sowieso drei Kernreaktoren hier drin haben. Würde ich sagen, das passt so. Also, wir haben ihn und die Raketen. Jetzt ist natürlich die Frage, was lädt denn hier? Ich glaube, die Raketen brauchen gar nicht so lange. Ach so, wir haben ja Feuerraketen auch noch oder Giftgas. Ne, lassen wir jetzt mal so. Betriebsräume, da haben wir die Spezialwaffenkammer. Genau. Da haben wir die Kleinwaffen. Geheimoperation. Wir brauchen nur eine schwarze Kasse, ein paar Medikamente zur Bewusstseinskontrolle, ein Satellitentelefon und einen Psychopathen am anderen Ende. Lässt sich einen feindlichen Soldaten rekrutieren und die feindliche Basis infiltrieren, ohne die Risiken einer herkömmlichen Militärinvasion. Ah, aber die Frage ist nur, zerstört er dann auch seine Basis? Wissen wir nicht. Hey, wir haben sogar ein Schild. Wie kann man das? Achso, da bräuchte man aber zwei Räume dafür. Wenn wir das jetzt hier reinmachen. Jetzt haben wir aber nur noch vier Energie. So haben wir 12. Aber wenn das Plus heißt, dürfte eigentlich doch nichts ausmachen, oder? Können wir eigentlich mal probieren. Wie gesagt, wir können ja nochmal neu starten. Werden wir aber erst in der nächsten Folge sehen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich bis zum nächsten Mal. Euch nur einen schönen Tag. Macht's es gut. Tschüss. So back to what I was saying.